Schönen guten Tag an die Leser des Deutschlandkuriers. Ich erzähle Ihnen heute, was verteidigungspolitisch so gelaufen ist. Wir hatten gerade eben eine verteidigungspolitische Debatte zu zwei Anträgen der Alternative für Deutschland. Der eine war Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Sie wissen das, es ist schon lange unsere Programmatik, dass wir die Wehrpflicht wieder einführen möchten. Und wir haben auch gute Argumente dazu. Zum einen die Personallage der Bundeswehr. Derzeit sind es über 21.000 Stellen, die unbesetzt sind. Da muss man aber sich noch einiges dazu denken. Man möchte in Zukunft Soldaten länger in der Bundeswehr behalten, dass die Bundeswehr also älter wird. Man hat die Musterungskriterien gelockert, sodass heutzutage auch Bewerber zu Soldaten gemacht werden können, die man früher nicht genommen hätte. Und wer sich mal mit einem Ausbilder der Bundeswehr unterhalten hat, der wird schnell feststellen, dass es heutzutage kaum noch möglich ist, ungeeignete Rekruten aus der Bundeswehr wieder zu entfernen. Und dazu kommt, dass zum Teil auch einfach nicht genug Stellen ausgeplant sind. Wenn wir sagen, dass 21.000 Stellen fehlen oder unbesetzt sind, dann haben wir eine Bezugsgröße, die 180.000 Soldaten rund der Bundeswehr. Die Stellen sind so über die Bundeswehr verteilt. Fakt ist aber, dass diese Verteilung teilweise gar nicht den Aufgaben gerecht wird der einzelnen Dienststellen und Bataillone. Also es sind auch einfach zu wenig Stellen da und das ist also dadurch an sich noch wesentlich größer. Und es wird auch aufgefüllt, die Bundeswehr wird aufgefüllt eben zu Lasten der Schlagkraft der Bundeswehr. Das muss man sich alles dazu denken und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen die Wehrpflicht wieder. Es gibt natürlich noch andere Argumente, dass die Bundeswehr in der Gesellschaft wieder verankert ist zum Beispiel, dass junge Menschen wertvolle Tugenden lernen, die sie auch nach der Bundeswehr noch gut gebrauchen können. Naja, wir haben darüber debattiert und die Einwände der anderen Parteien waren relativ vorausschaubar. Für die FDP, sie sagt es denn nicht so deutlich, ist es eigentlich Zeitverschwendung, Wehrdienst zu machen. Die geben sich zwar hier immer gerne als Soldatenfreunde im Plenum, aber für die FDP ist es im Grunde Zeitverschwendung. Die Frau Strack-Zimmermann hat mich denn auch, als wir dort saßen, Herr Oberbootsmann genannt auf eine Art und Weise, dass ich, also das impliziert wurde, dass es für sie eine Beleidigung war. Sie hat mich so als Herr Oberbootsmann ganz demonstrativ angesprochen und ich sollte denn ruhig sein oder so und hat also auch dadurch nochmal zum Ausdruck gebracht, dass der Dienstgrad eines Oberbootsmann, ein ehrenwerter Dienstgrad, den ich zuletzt geführt habe in der Bundeswehr, offenbar für sie etwas Negatives ist. Naja, die CDU hat gesagt, wir brauchen das nicht mehr, die Technik ist so weit voraus und da wird dann immer gerne so getan, als ob heute der Krieg nur noch im Cyberraum entschieden würde. Ist natürlich Unsinn. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, wie viele technisch gut ausgestattete Armeen Wehrpflichtige haben. Ich habe eben als Beispiel genannt China, Israel oder auch Russland. Das sind Wehrpflichtarmeen, die uns technisch in vielen Punkten sogar voraus sind. Und dann wird auch immer argumentiert, auch von Seiten der Union, wir können die Wehrpflicht ja jetzt gar nicht einführen, weil wir haben ja Infrastruktur abgegeben und Einheiten aufgelöst. Und das ist natürlich richtig, aber das ist ja kein Maßstab für verteidigungspolitische Entscheidungen. Denn dauert das eben ein paar Jahre, keine Frage. Viele verteidigungspolitische Entscheidungen werden über einen langen Zeithorizont geplant. Das ist eine völlig normale Sache. Fakt ist, dass wir das Personal, das die Bundeswehr braucht, einfach anders nicht bekommen. Wir haben Hübchenspielertricks gemacht zulasten der Schlagkraft unserer Bundeswehr und das geht nicht. Zum letzten Antrag noch oder zum zweiten Antrag, da geht es um die medizinische Versorgung von Soldaten, die regelmäßig leichten Detonationen ausgesetzt sind. Das sind etwa die Breacher unserer Spezialkräfte, die Türen aufsprengen. Das hat wohl fast jeder schon mal in einem Film gesehen. Aber auch Artilleriesoldaten könnte es betreffen. Und da steht die Frage im Raum, die in der Wissenschaft seit einiger Zeit diskutiert wird, was richtet das eigentlich für Schäden an? Es gibt da Hinweise, hin bis zu PTBS teilweise wird von Suiziden sogar gesprochen. Wir wollten, dass das erforscht wird, mehr nicht. Das sollte erstmal erforscht werden. Aus den Reden der Altparteien ist sehr deutlich geworden, man lehnt auch das ab. Man möchte gar nicht wissen, was für ein Risiko unsere Soldaten tragen. Also auch hier wieder ein unsachlicher Umgang mit Verteidigungspolitik. Es wurde wieder danach entschieden, von wem der Antrag kommt. Und sachlich wurde leider nur in den wenigsten Fällen diskutiert. Wir bleiben da dran und wir sind weiterhin überzeugt, Deutschland braucht die Wehrpflicht zurück.